Das habe ich gesehen. Bleiben Sie weg. Nicht näher kommen. Das ist Privatbesitz. Du machst allen Angst. Es ist überall im Dorf. Hat alles befallen. Es ist so schnell. Wovon redest du? Es bewegt sich durch die Leitung. Großer Gott, Sie sind ja verrückt. Wo ist Kate? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie denn nicht? Es durchbricht die Quarantäne und passt sich an. Die verdammte Farbe. Los, Appleton. Finger weg. Sam, Schluss jetzt. Schlapp schwarz her mit der Farbe. Meine! Schluss jetzt. Ich alle brauche Sie. Es reicht. Manifestiert sich schon überall. Steven, kommen Sie zurück! Oh Gott! Thank you.
Was ist mit dem Bahnhof? Auch abgeriegelt. Es gibt keinen Weg ins oder aus dem Tal. Die meinen es mit dieser Grippesache offenbar ernst. Phil glaubt nicht, dass es die Grippe ist. Er sagt, er praktiziert schon 30 Jahre und hat mehr als eine Grippewelle erlebt. Und das hier kommt ihm seltsam vor. Im Radio hört man auch nichts Hilfreiches. Tut mir leid, ich bin zu spät. Haben Sie angefangen? Ja, aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich viel zu bereden. Die Quarantäne wurde verhängt. Die Straßen sind alle dicht. Niemand scheint irgendwas zu wissen, aber es sind eindeutig Menschen verschwunden. Und zwar viele, nicht mal ein paar Rentner. Seit gestern hat niemand die Sullivans gesehen und ihr Haus steht sperrangelweit offen. Ich komme gerade von der Farm. Franks Kühe sind in der Nacht alle gestorben. Er ist völlig am Ende. Ernst? Was für ein schlimmes Jahr für ihn. Erst Mary und jetzt Wenn das. Wenn jemand kommt, um diese Sache aufzuklären, müssen wir es eben selbst tun. Barbara, Phil soll eine Bestandsliste seiner Medikamente machen. Jeremy, rufen Sie alle zu einer Versammlung in den Gemeindesaal. Am besten schaffen wir vorerst alle an denselben Ort. Ich organisiere die Vorräte. Wir werden viele Mäuler zu stopfen haben. Im Lager ist jede Menge, aber... Na, fangen wir mit dem an, was hier im Dorf ist. Ich schreibe einen Dienstplan. Charlie, kannst du mir dabei helfen? Für dich doch immer, Mac. Ich sammle die Familien ein, die weiter abseits im Tal wohnen, und schaue bei Lizzie Graves im Camp vorbei. Weiß jemand etwas über Stephen Appleton oder seine Frau? Ich konnte es nicht aufhalten. Ich konnte halt nicht. Nicht. Beruhigen Sie sich. Zurück. Es ist in meinem Korb. Howard, halt. Vater. Vater, alles in Ordnung? Mein Knöchel. Oh, lieber Gott, ich glaube, er ist gebrochen. Howard, holen Sie Hilfe. Es ist niemand mehr da. Niemand kommt uns helfen. Bitte, Howard, holen Sie Hilfe. Ich nicht. Sie sind im Licht. Ich kann Sie alle sehen.
Meg, sind Sie hier? Hier, ich bin im Wohnzimmer. Zu viele Häuser sind heute Nacht leer. Das Dorf ist fast ausgestorben. Mein Kopf bringt mich um. Haben Sie die Telefone gehört? Nein, ich dachte, Sie sind alle tot. Man hört jetzt so ein seltsames Rauschen. Ich meine, ich hätte Zahlen gehört. Es klang wie diese Amerikanerin. Kate, sie lebt? Niemand hat sie gesehen. Ist Charlie zurück? Noch nicht, nein. Tut mir leid. Ist schon gut, Pater. Hören Sie, gehen Sie doch schon weiter. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Gute Nacht. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das?